Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten. Ich habe diesen Wahlkampf gut durchdacht. Ich habe ihn so gemacht, wie ich ihn gemacht habe und bin jetzt auch am Tag danach nicht der Meinung, dass das, dass ich das anders sehe, als ich es gestern oder vorgestern oder vor 2 Wochen gesehen habe. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen. Die Petition gegen Angela Merkel startete bereits vergangene Woche. Inzwischen haben sich ihr 50 Unionspolitiker angeschlossen, wie die dpa meldet. Die Initiatoren fordern eine vollständige Kontrolle der deutschen Außengrenze und die Zurückweisung illegal einreisender Flüchtlinge. Neben der Unterschrift von Wolfgang Bosbach finden sich auf dem kritischen Brief, der am Dienstag an Merkel übergeben werden soll, auch die Unterschriften von Erika Steinbach, Hans-Peter Uhl und Christian Wagner. Angezettelt hat die Aktion Christian von Stetten, Chef des Parlamentskreis Mittelstand. Die Unionspolitiker wollen damit den Druck auf Merkel erhöhen und zu einem Umdenken innerhalb der Regierung führen. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir haben im Übrigen in den letzten 11 Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ich sage wieder und wieder, wir können das schaffen und wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen es, wir schaffen das, wir schaffen das.